Zahir Belouni ist wieder zu Hause. Nach fast eineinhalbjähriger Leidenszeit in Katar hat der französische Fußballer endlich eine Ausreisegenehmigung erhalten. Der Kampf gegen seinen Ex-Club Al-Jaish ist jedoch noch nicht vorbei. Ich habe monatelang hierfür gekämpft. Man hat mir wehgetan. Heute Abend noch werde ich meinen Anwalt sehen. Die Menschen, die mir das angetan haben, werden teuer bezahlen. Belouni wurde Opfer des Kafala-Systems. Gastarbeiter verlieren ihr Recht auf eine Ausreise. Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen und des Internationalen Gewerkschaftsbundes, kennt die Probleme dieses Systems. Das heißt, dass sie ihren Reisepass abgeben müssen und dann sozusagen unfrei in dem Land arbeiten und nur mit Zustimmung des Arbeitgebers überhaupt wieder ausreisen dürfen. Und das hat schon Formen von Zwangsarbeit, anders kann man das nicht nennen. Und im Gespräch eben mit meinem Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation hat er mir gesagt, dass die Kataris genau an der Stelle nacharbeiten wollen, was dieses Kafala-System anbetrifft, dass sie das aufheben wollen. Das wäre gut, das wäre auch ein wesentlicher Fortschritt, reicht nicht, aber wäre ein wesentlicher Fortschritt. Immer wieder gibt es Nachrichten über die schwierigen Bedingungen auf Katars Baustellen. Die Arbeiter werden als eine Art Ware betrachtet. Bei den Baustellen wissen wir, die werden praktisch kaserniert. Die werden unter Bedingungen menschenunwürdiger Art zusammengefercht. 12 bis 16 Stunden Arbeitszeiten sind nicht die Ausnahme und wir haben massenhaft Todesfälle. Also wir haben nicht nur Arbeitsunfälle, auch massenhaft Todesfälle. Der öffentliche Druck, er wird immer größer, auch auf die FIFA. Doch die hat nun offenbar ihr Handeln angekündigt. Es wird keine WM in Katar geben, wenn es dort keine Arbeitsrechte gibt. Als wir angefangen haben, mit der FIFA zu reden, gab es keinerlei Bedenken, was Zahir Belouni oder Wanderarbeiter angeht. Seit der vergangenen Woche hat aber Sepp Blatter Katar auf die fundamentalen Arbeitsrechte hingewiesen und eine Frist bis März gesetzt, um der FIFA Bericht zu erstatten. 9 Jahre vor der Wüsten-WM muss sich noch einiges ändern. Mit Belounis Erfolg ist der erste Schritt getan. Einer von vielen.